Also, das war die 14. ACK. Wie hat sie euch gefallen? Sehr gut. Ich bin sehr begeistert. Ich bin auch sehr, sehr beeindruckt von dem gesamten Ensemble, von dem gemeinschaftlichen Arbeiten, von der Stimmung. Es ist einfach toll. Hat Spaß gemacht, ja. Und wie fühlt es sich an? Du warst der jüngste Referent, den wir je hatten. Wie hat sich das angefühlt? Gingst du da ganz locker hoch? Es war am Anfang sehr aufregend. Also es war sehr schwer, am Anfang sich zu fassen mit der Atmung und so weiter und so fort. Aber dann ging es ganz gut. Du machst das ja nicht das erste Mal, gell, Richard? Du bist schon, man sieht dich auf den YouTube-Kanälen, du bist schon sehr jung aufgetreten. Was treibt dich eigentlich dazu an? Mich treibt an, dass die Kinder einfach in der Schule keine Freude mehr haben und ich will ihnen diese Freude gönnen und deshalb mache ich mich drauf auf und versuche ihnen das zu ermöglichen, dass sie Freude haben am Lernen. Ja, sehr schön. Jetzt nimmt einem schon Wunder, diese Leute gehen bei euch zur Schule, das ist wirklich sehr interessant, es ist ja auch eine Lebensschule, habe ich da gemerkt. Was wird mit den Leuten, wenn die aus der Schule sind? Wo sind sie nachher, wo findet man die? Bislang ist es so, dass wir dieses handwerkliche Arbeiten forciert haben, sprich viele von unseren Abgängern ergreifen zunächst einmal einen handwerklichen Beruf und kommen dann drauf, na, ich möchte jetzt doch noch Abitur machen und das geht in Österreich eben, Lehre mit Matura zu machen, das sind einige, die dann diesen Weg wählen. Die findet man ganz normal in der Berufswelt wieder? Ja, genau. Wunderbar. Wie alt bist du, Richard? Ich bin 20 Jahre alt. Und wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ich glaube, ich werde mich weiterhin damit beschäftigen, die Bildung auf einen neuen Standpunkt zu bringen. Und ich glaube, ich werde dann das so weiterentwickeln, dass neue Schulen entstehen können für Kinder. Eine Revolution des Schulsystems, ja? Sehr schön. Und wo nehmt ihr die Kraft her für diese ganze Sache? Was ist euer Antrieb? Die Begeisterung und der Glaube an Jesus Christus. Ja, die Verbundenheit mit Gott und da wir wissen, dass das eine gute Sache ist und dass die Menschen diese Art von Kindern brauchen oder jungen Erwachsenen brauchen, das motiviert uns einfach weiter zu tun. Ja, sehr schön. Ich würde euch gerne mal noch die Frage stellen. Jetzt sind als Schulleiterin Sonja, seid ihr gerade in den Medien gewesen. Was möchtest du dazu sagen? Was denkst du darüber, über diesen Medienrummel? Ich bin sehr erstaunt, weil ich ein sehr ehrlicher Mensch bin und mir das eigentlich immer von allen anderen Menschen auch so erwarte und habe einfach gemerkt, dass das durchwegs nicht der Fall ist, gerade bei den Medien, weil sie unter Vortäuschung falscher Tatsachen da sich Eintritt verschafft haben und zwar über das, dass sie gesagt haben, sie wollen über alternative Bildungsmethoden eben eine Reportage machen und das hat sich herausgestellt, dass das von Beginn an schon geplant war. Und sie haben einfach nur diese Aufnahmen gebraucht, damit sie dann ihre Story draus machen können. Bin sehr erschüttert drüber, traurig drüber, dass es überhaupt so gehen muss. Aber ja. Du hast auch schon gesagt, dass es dich sehr erschüttert hat. Wie gehst du damit um? Also ich habe eine sehr gute Erfahrung damit machen können. Es ist zwar immer noch, also man spürt es, dass meine Laune ein bisschen dahin ist, aber ich weiß, es wird wieder besser. Und ich weiß, dass das Gute immer siegen wird. Lässt dich nicht unterkriegen, ja? Richard, du bist viel unterwegs oder du warst viel unterwegs. Wie reagieren eigentlich deine Kollegen darauf, dein Umfeld, deine Familie? Also erstmal möchte ich mich bedanken bei meiner Familie, weil sie unterstützt mich in meiner Angelegenheit und in dem, was ich tue. Und ich bin sehr dankbar für meine Großeltern, weil sie akzeptieren jeden in meiner Familie und ebenfalls auch mich, so wie ich bin. Und mein Umfeld, ich habe Freude gefunden in der Weinbergschule und sie reagieren so, wie sie sind halt, weil ich lebe dort. Und sonst habe ich nur positive Erfahrungen, was mein Umfeld betrifft. Die Menschen, die mich kennen, die haben Achtung und sie sind jetzt nicht besonders erschüttert, aber sie finden es einfach interessant. Sehr schön. Und ihr habt auch von Emotionen geredet, die bei euch in der Ausbildung sind. Was sind bei euch Emotionen zum Weltgeschehen, was wir hier noch sonst gehört haben, zu Finanzkrisen und sowas? Wie geht es euch damit? Also wir betrachten alles immer neutral, wir versuchen nichts zu verteufeln, aber trotzdem versuchen wir alles auf den Grund zu gehen. Bringt ihr solche Themen auch in den Unterricht hinein, wie wir heute hier gehört haben an der 14. ACK?
So viel wir mitbekommen, so viel bringen wir ein. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass mit dem Klimawandel, das haben wir dieses Jahr gerade durchgenommen, natürlich nach den Schulbüchern und auch Schaubilder dazu so erstellt. Und da weiß ich ganz genau, es ist höchst notwendig, das zu korrigieren. Also das wird eins der ersten Dinge sein, wenn ich wieder zurückkomme, dass ich das den Kindern so weitergebe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie ist dann so die Reaktion der Eltern, wenn ihr Themen bringt, die jetzt etwas auf den Kopf stellen, wo das Weltbild auf den Kopf stellt, wie ist so die Reaktion dazu? Also unsere Elternschaft steht hinter solchen Dingen. Das heißt, es ist auch wichtig, wenn Kinder in so eine Art von Schule gehen, dass sie die Bereitschaft haben, sich offen zu zeigen für alles. Sehr schön. Und was mir noch geblieben ist, Ivo hat ja am Schluss gesagt, wir sind alle einfach eine Ergänzung zueinander. Was ging da in euch ab, als ihr das gesagt habt? Wie versteht ihr das? Ja, also wir sind zum Beispiel ein Organ, was sich mit Bildung beschäftigt. Und die AZK ist ein Organ, was sich mit Öffentlichkeit und mit Medien beschäftigt. Und wenn diese Organe zusammenkommen und es sich gegenseitig ergänzen, dann ist es ein gutes Organismus, das ein gesundes Leben führt. Sehr interessant, ja. Wir haben das ja in der Biologie auch schon ähnlich erfahren und erkannt, dass alles Organismen sind. Und wir als Schule, ich sage immer wieder, es ist ein lebender Organismus. Und ich spüre da drinnen, dass das wirklich eine echte Wahrheit ist. Wunderbar, sehr schön. Danke vielmals.